Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 3, dem Remake. Ja, leider möchte Jill nicht mehr von vorne gesehen werden. Ich weiß auch nicht warum. In der letzten Folge sind wir hier stehen geblieben und wollten, glaube ich, hier durch die Tür, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Nein, wir wollten nicht hier durch die Tür, wir wollten hinten rum, sehe ich jetzt gerade. Okay, da gehen wir jetzt auch mal rum. Weil wir wollten den hinteren Bereich noch erkunden. Da müsste ja theoretisch dann die letzte Sicherung sein. Vier Plätze haben wir noch frei. Ich hoffe, das reicht erstmal. Ich könnte zwischendurch auch die andere einsetzen. Aber dann komme ich hier oben nicht mehr zum Speicherraum hoch. Ne? Ist auch wieder blöd. Na gut, der eine Platz. Ich hoffe, dass jetzt da nichts Großartiges kommen wird. So, jetzt muss ich nur mal schauen. Wo wir... Ups, na, da wollte ich nicht nochmal runterlaufen. Wo wir jetzt eigentlich rum müssen? Oder konnten wir hier hinten weiter? Nee. Meine ich doch, da kamen wir nicht weiter. So langsam wird es nämlich ein bisschen unübersichtlich, muss ich sagen. So, den haben wir hochgefahren. Da kommen wir nicht weiter. Das ist die Seite. Können wir hier runterspringen irgendwie? Auch nicht, ne? Der Seite können wir auch nicht runterspringen. Wir hatten doch eine Leiter gesehen beim letzten Mal. Ach, Moment. Ach, ich bin ja auch so blöd. Keine Leiter, aber hier ist noch eine Treppe. Die Frage ist jetzt, führt uns die Treppe dahin, wo wir eigentlich hin wollten? Nee. Ach, das ist das, wo das runtergekracht ist. Naja. Da ist die Treppe. Meine ich doch. Aber dann komme ich doch... Nee, dann komme... Ach, dann komme ich gar nicht in den Anfangsbereich rein. Ah, dann komme ich da parallel dazu aus. Sagt mir das doch einer. Habe ich eigentlich alles aufgeladen? Ja, sieht gut aus. Genau, der Eingangsbereich ist nämlich weiter rechts. Ha. So. Wie kommen wir jetzt hier weiter? Wo sind wir denn? Geradeaus? Und dann in eine Sackgasse? Oder wie? Oh, fuck. Oh! Scheiße. Das war jetzt richtig, richtig schlecht. Oh. Aber ich habe mich gerade so erschrocken irgendwie. Und dann war das schon bei mir. Und wir wissen ja, dass die One-Hits machen können. Oh. So ein Wackelding ist hier nicht zufällig noch irgendwo, ne? Ach, da ist schon direkt die Sicherung. Ah. Okay, das war's. So, das heißt dann, dass wir jetzt hier wieder hoch können. Ja, wusste ich jetzt nicht, dass da jetzt nur noch so wenig gemacht wird. Das heißt aber auch gleich... Ach so, doch, da können wir ja durchgehen. Genau. Haben wir jetzt noch irgendwas eingesammelt? Schießpulver. Das ist dann das einfache Schießpulver, nehme ich mal an. Das können wir dann getrost hier reintun. Nee, ich wollte hier nicht wechseln. Ich wollte eigentlich nur gucken, was wir da alles drin haben. Okay. Da kommen wir nicht runter. Die Zombies sind die ganze Zeit nicht aufgestanden. Also nehme ich mal an, dass die jetzt aufstehen werden. Der Typ ist auf jeden Fall weg. Dann gehen wir schon mal runter. Ja, ich wusste es. Oh. Dein Ernst? Oder so. Ich weiß nicht, ob sie tot sind, wenn ich jetzt ehrlich bin. Aber dann halt so. Mist ist abgehauen. Ach, das ist ein Speicherraum. Jetzt fühle ich mich ein bisschen verarscht. Na gut, okay. Hatten wir noch irgendwas, was wir jetzt aufgenommen haben? Nee, wir haben eigentlich gar nichts aufgenommen.
Ja, speichern müssen wir das jetzt hier nicht. Der stand hier vorne, aber der ist weg. Oh, was ist das denn? Langer Lauf. Aber die haben wir jetzt nicht dabei, ne? Das ist die andere, MAG. Nee. Ach, für die Lightning Hawk. Ah, cool. Jetzt weiß ich gar nicht, was für halbautomatische Waffen ungewöhnlich ist. Kraftvoll und präzise. Okay, jetzt weiß ich gar nicht, ob die jetzt irgendwie automatisch gemacht worden ist oder so. Ich meine, ich habe die Pistole nicht. Oh, wir haben auch keine Dings mehr. Da könnte ich dann die eigentlich wieder auf den Schnellzugriff machen. Keine Granaten mehr. Ich wusste gar nicht. Ich dachte, die Pistole wäre eben leer gewesen. Naja, gut. Oh, nee. Ich wollte eigentlich nicht ins Loch reinfallen. Hier kann man auch nichts machen, nehme ich mal an. Nee. Na gut. Hier aber auch nicht. Hä? Die ist abgeschlossen. Habe ich hier irgendwas nicht gemacht? Muss ich wieder zurück nach unten? Nee, oder? Ich meine, hier ist noch was rot, aber meines Erachtens bin ich hier überall gewesen. Hm. Ja, vor allen Dingen ist der jetzt unten. Dann kann ich mich ja nur runterstürzen, oder wie? Aber dann komme ich ja nicht mehr hier rein. Hä? Moment, ich muss noch mal gucken. Ich kann hier nicht durch. Ich kann auch nicht A drücken und hier kann ich nichts machen. Hier ist aber alles blau. Überwachungsraum. Ich meine, ja gut, einen Speicherraum haben wir ja für alle Fälle. Ist denn hier oben irgendwas? Liegt hier irgendwas? Oh, Moment, was ist das? Unfertiger Bericht. 26.09. 13 Uhr. RC infiltriert. Sporadische Unruhen. Beginn der Mission. 19.30 Uhr. 5 RPD-Polizisten gegen einen Pack von 20 beobachtet. Polizisten in 20 Minuten dezimiert. Ich nehme an, die meinen jetzt die Zombies. 27.09. 12 Uhr. Testlauf an der Universität. Pack inklusive Hunde vom Campus umgeleitet. 64% Infektionen und Verwandlung in 2 Stunden. Keine Überlebenden. Das habe ich jetzt so nicht mehr im Kopf, falls es jetzt genau die gleichen Files sind, die es im Original dritten Teil gab. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass irgendwo was drin steht, dass sie die Stadt quasi als Versuchskaninchen genommen haben. Das ist schon krass. Also entweder habe ich so ein schlechtes Gedächtnis. Das kann auch sein. Da müsste ich nochmal mein Resident Evil Buch nachgucken, weil da ist nämlich bis zum 6. oder 7. Teil, glaube ich, sind da sämtliche Files drin. Oder die haben das neu hinzugefügt. Ich weiß es nicht. 23 Uhr, erfolgreiches Treffen mit MV-Kolonne. Werde ersten Versuch bei Dämmerung starten. 28.09. 4.30 Uhr, Pack zum Gefechtsstand umgeleitet. Ergebnis, nächtliches Gefecht in geschlossenem Bereich mit großer Anzahl Kämpfer. Video beigehängt. 8 Uhr, Ende des Gefechts. Boah, 3,5 Stunden haben die da ums Überleben gekämpft. 7 Überlebende. 18 Uhr, unbekannte Biowaffe wurde an Punkt D18 eingesetzt. Wie unbekannte Biowaffe? Die wissen doch, was das für eine ist. Verfolge sie wie befohlen. Sie scheint auf der Jagd zu sein. 20 Uhr, beobachte 2 Stars. Ein Mann infiziert und eine Frau. Die Biowaffe verfolgt die Frau. Ah ja, das war die Überwachung von uns. Ja, ja. 29.09. 0 Uhr, die Frau. Jill Valentine hat Kontakt zur MV-Kolonne aufgenommen. Verhalten und Aussehen der Biowaffe entsprechend der von Projekt N. Untersuche weiter. 4 Uhr. Habe beobachtet, wie die Biowaffe konventionelle Waffen nutzt. Ja, den Raketenwerfer. Und den Flammenwerfer. Der war ja als erstes. Sie scheint stark fixiert auf die Terminierung von Jill Valentine und kennt den Aufbau der Stadt. 7 Uhr. Metamorphose in der Biowaffe durch Kampf gegen Jill Valentine ausgelöst. Video angehängt. Jill Valentine wurde infiziert und ist bewusstlos. Habe wie befohlen Proben gesammelt. Das muss der Typ geschrieben haben, der hier oben war, der dessen Namen ich jetzt vergessen habe. Weil er war ja dabei nach dem Kampf.
30.09. 0.30 Uhr. Mehr als 17 Stunden sind verstrichen, seit Jill Valentine dem Virus ausgesetzt war. Sie verwandelt sich nur langsam, was nahelegt, dass sie resistent ist. 4 Uhr. Impfstoff wurde von einem Soldaten der MV-Kolonne CO an sich gebracht. Achso, Carlos Rodriguez heißt er, glaube ich. An sich gebracht und an Jill Valentine verabreicht. Erwartet Jill Valentine wird 20 Stunden nach Verabreichung wieder kampfbereit sein. Die Biowaffe scheint eindeutig Projekt N zu sein. Kontakt zu Jill Valentine lässt sich verändern und entwickeln. Lässt sie sich verändern. Achso. Werde weitere Begegnungen anregen, um präzisere Daten zu erhalten. Das heißt, wir werden auf jeden Fall noch auf Nemesis stoßen. Ich meine, gut, die originalen dritten Teil kennen, wissen das ja. Jill! Tyrell. Ich habe dir schon mal den Weg geebnet. Alle sind tot. Sie geben uns eine Chance. Okay, waren sie vorher auf. Sie stoppen den Angriff, wenn... Und das ist ein verdammt großes Wenn. Wir ihnen den Impfstoff liefern. Bevor sie starten. Wie viel Zeit bleibt uns? Stunden, vielleicht. Dann lass uns keine Sekunde verschwenden. Hier lang. Okay. Ach, er hat die Karte... Oh, okay, er hat die Karte dafür. So wie es aussieht. Der Impfstoff ist weiter vorn. Oder den Code, wenn es keine Karte ist. Na gut. Kann ich hier irgendwas machen? Nee, anscheinend nicht. Ich komme jetzt aber... Ich kann nicht laufen. Wir kommen jetzt aber nicht zufällig irgendwelche roten Laser durch. Anhalten? Wofür? Ich schaff das schon. Okay. Erledigen wir das. Du solltest lieber ein Kraut nehmen. Ich kann dir einen geben, wenn wir nochmal zum Speicherraum gehen. Wartest du auf mich? Ach so. Der Raum ist so eng. Scheiße. Ja, oder so. Ja, auf den Fersen. Ich habe eine neue Errungenschaft freigeschaltet. Sehr schön. Nicht so schön ist allerdings, was da jetzt passiert ist. Ist das auch eine Tür hier? Ich wollte gerade sagen, höre ich jetzt Zombies oder? Moment, habe ich jetzt? Doch, mein Messer habe ich wieder drin. Oh, ich glaube, rechts sind die weißen Zombies drin. Kann das sein? Der kommt nicht mehr. Das heißt, wenn wir dann irgendwann wahrscheinlich wieder zurücklaufen, geht das auf und die kommen ja alle angestürmt. Ich denke mal, der auch dann erst, oder? Sollte auch treffen können, aber naja. Treppe, Tür. Ich gehe erstmal durch die Tür. Ja, ich gehe erstmal durch die Tür. Es ist ein Speicherraum. Sehr schön. Oh, wieso kriege ich immer Sturmgewehrmunition? Ich habe das nicht einmal benutzt. Mann. Hochwertiges Schießpulver. Ah, ein Kraut ist auch dabei. Ich glaube, wir haben noch irgendwo ein rotes. Und ein neuer Bericht. Nest 2. Mitarbeitervorschriften. An alle Nest 2-Arbeiter, Mitarbeiter. Die Ziele dieser T-Virus-Forschungseinrichtung unterscheiden sich von denen der Nest Haupteinrichtung. Wir konzentrieren uns hier auf reale Einsatzfälle, die bei der Entwicklung neuer Biowaffen auftreten. Beispielsweise die Erforderlichkeit eines T-Virus-Impfstoffes oder auch neue Waffensysteme mit Fähigkeiten, Biowaffen unter Kontrolle zu bringen.
Einige Aspekte unserer Arbeit hier können gefährlich sein. Daher ist es unerlässlich, dass alle Mitarbeiter die Arbeitsplatzvorschriften mit äußerster Sorgfalt einhalten. Hat anscheinend nicht so geklappt. Insbesondere wird der unerlaubte Zutritt von nicht genehmigten Besuchern oder die Entfernung von arbeitsbezogenen Daten oder Materialien mit strengen Disziplinarmaßnahmen bestraft. Es ist eine große Ehre, Teil einer der besten Forschungsorganisationen der Welt zu sein. Halten Sie sich das immer vor Augen und befolgen Sie die Vorschriften, während wir neue und revolutionäre Technologien entwickeln. Karte des Nest? Ah! Oh! was ist das denn für ein Ding? Maschinenraum? Oh, nee, ne? Aber nicht bitte wieder so ein Maschinenraum mit diesen Viechern, die überall an der Decke hängen. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob es den im dritten Teil gab. Aber ich meine, gut, das ist ein Remake, ne? Und ich möchte auch keine weiteren weißen Zombies haben. Die sind auch echt scheiße. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Kann hier noch irgendwas machen? Nee, ist der jetzt sauber? Ja, ist er. Gut, wir haben ein grünes Kraut. Dann gucken wir hier mal kurz nach. Ich meine nämlich, wir hätten irgendwo noch ein... Da, das haben wir nämlich noch nicht kombiniert. Machen wir aber jetzt. So, das tun wir rein. Hochwertiges Schießpulver. Da haben wir noch irgendwo normales Schießpulver da. Weil wir brauchen sowieso keine MG-Munition. Dementsprechend, ne, nehmen wir das dann einfach dafür. Jetzt habe ich nur ein Problem. Das tue ich natürlich jetzt rein. Aber die Schrotmunition würde ich gerne mitnehmen. Was ist das für eine Kacke? Wer hat sich das ausgedacht? 60 gerade mal für die Pistole stackbar und nur 20 für die Schrot. Leute, ganz ehrlich. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich schon richtig darauf, ich kann mich wieder drehen. Okay, ich muss das nicht verstehen. Ich freue mich schon sehr, sehr drauf, die... Hallo? Was hat jetzt hier so geklickt? Ich weiß ja, dass ein Speicherraum nicht immer Speicherraum ist. Zumindest nicht, wenn Nemesis in der Nähe ist. Ich freue mich schon sehr drauf, das wollte ich eigentlich sagen. Worauf freue ich mich denn jetzt? Ach so, die normale und die, ja, Veteran dürfte sie dann heißen, Version zu spielen. Die Stufe drüber weiß ich noch nicht, ob ich mich darauf freue, aber ich werde mich da auf jeden Fall auch mal dran geben, wenn ich denn nochmal genügend Zeit habe. Weil wenn es hier nämlich schon so gut Munition gibt, dann ja, freue ich mich unheimlich auf die normale und eigentlich sogar auch auf die Veteranenversion. Da muss man ja nicht immer alles mitnehmen. Aber mit einem Blick auf die Uhr würde ich sagen, dass wir jetzt hier mal eben einen kleinen Cut machen. Moment, ich hatte doch gerade auch noch eine eine Schreibmaschine gesehen. So, wo bin ich? Ach so. Ja, sag doch, dass ich hier komplett woanders bin als da, wo ich gucke. So. Jetzt aber. So. Ich würde sagen, dass wir jetzt hier einen kleinen Cut machen und dass wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen, weil ich nicht weiß, ob ich da so gut abschneide, wenn jetzt doch die weißen Zombies hier noch durchkommen. Deswegen speichere ich hier mal lieber ab. Und wo ich speichere, mache ich ja normalerweise auch einen Cut. Wir wollen ja nicht übertreiben und versuchen, so die 20 Minuten in der Regel einzuhalten. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf den Rest jetzt nicht unbedingt, aber auf jeden Fall darauf, euch im nächsten Video wiederzusehen. Bis dann. Ciao.